Hallo zusammen, hier ist Pavel und ich begrüße euch auf meinem YouTube-Channel. Das Thema heute ist Landschaftsfotografie. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein Landschaftsbild in Lightroom von A bis Z bearbeitet. Im Sommer war ich in Montenegro, habe natürlich dort viel rumgereist. Die Landschaften sind einfach umwerfend und habe natürlich sehr viel fotografiert. Ich habe fotografiert mit Alpha 6000 von Sony, das ist eine ganz tolle Kamera. Und die Aufnahmen habe ich mir angeguckt im Computer. Die waren natürlich sehr gut, aber es geht natürlich noch viel mehr. Man kann von den Kameras nicht erwarten, ob das jetzt eine Systemkamera ist oder Spiegelreflexkamera, man kann von den Kameras nicht erwarten, dass die Fotos genauso aussehen wie die Landschaft, vor allem wie wir das empfinden. Das ist ein genereller Denkfehler, was viele haben. Die Leute denken manchmal, okay, ich habe das jetzt so geil gesehen und so geil muss das auf dem Foto sein. Nein, die Kameras, die sind so konstruiert, also die nehmen das zwar wahr, ja, aber sie können nicht so künstlerisch denken wie wir. Die können nicht so künstlerisch sehen wie die Fotografen. Und deshalb ist unsere Aufgabe, aus den Daten, die uns die Kamera liefert, das Beste rauszukriegen. Ich fotografiere immer in Kamera RAW. Das ist ganz wichtig. Speziell bei Landschaftsfotos ist das ein ganz großer Vorteil, weil in RAW können wir viel mehr aus dem Foto rauskitzeln als aus einem JPEG. Ja? Das ist klar. Also in RAW haben wir die ganze Menge von Daten, was die Kamera sammelt, in einer Datei. Und da können wir nachträglich entwickeln, wie wir wollen. Das ist wie in der Dunkelkammer. Wir regulieren Helligkeit, Kontrast. Wir arbeiten mit Farben. Wir können abwedeln und nachbelichten, ja, und das unbestraft. Ja, weil wenn wir jetzt in JPEG arbeiten, in Photoshop oder in Lightroom, also dann bearbeiten wir schon mal ein Bitmap, also eine Bilddatei. Und RAW-Datei ist keine Bilddatei. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir in RAW fotografieren. Ich werde euch jetzt zeigen, wie wir aus diesem Foto dieses Foto machen. Das ist natürlich ein großer Unterschied und hier haben wir einiges zu tun in Lightroom. Aber ich kann euch von vorne beruhigen, das ist jetzt keine Aufgabe, die 3 Stunden dauert, das natürlich nicht so. Ja. Also wir werden ziemlich schnell zu gutem Ergebnis kommen, vor allem weil wir gezielt jetzt bestimmte Hotspots setzen, dass wir bestimmte Bereiche zum Beispiel aufhellen oder abdunkeln, wo wir die Farben ein bisschen justieren. Also das ist alles kein Problem, wenn wir wissen, wie das geht. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann schaut euch dieses Video an. So, jetzt sind wir in Lightroom und ich möchte euch jetzt zeigen, wie wir so ein Bild bearbeiten können. Das ist gar nicht so kompliziert, also ich würde Folgendes vorschlagen, dass wir zuerst in die Grundeinstellungen gehen. Und hier mache ich Folgendes, ich setze die Lichter runter, Tiefen nach oben und dann gehe ich mit der Belichtung runter. Und schon bekommen wir einen sehr interessanten und aussagekräftigen Himmel. Jetzt werde ich Weiß und Schwarz ein bisschen verstärken und werde die Klarheit erhöhen. So bekommen wir mehr Kontrast und mehr Struktur in den Wolken und in den Bergen. Und das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Dann würde ich die Dynamik verstärken auf ungefähr plus 40. So bekommen wir schöne Farbe. Und wenn ich schon jetzt vergleiche, was ich gemacht habe, dann sehen wir, das ist der Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt klicke ich auf die Gesamtansicht und werde mich ein bisschen intensiver mit all diesen Sachen beschäftigen. Ich gehe zuerst zur Gradationskurve und werde hier nochmal ein bisschen mehr an Lichten schrauben, sodass sie etwas spitzer werden. Helle Mitteltöne können ein bisschen runter, dunkle Mitteltöne nach oben und Tiefen nach unten. So bekommen wir so eine leicht gebogene Kurve. Das ist schon mal sehr gut. So, dann können wir Gradationskurve zumachen und gehen zu der Palette Details. Hier kontrolliere ich die Schärfe. Ich klicke jetzt einfach mal auf das Bild, sodass ich die volle Ansicht bekomme. So, jetzt kann ich hier Betrag auf ungefähr 80 setzen. Das macht man bei Landschaftsbildern. Radius nehme ich immer 0,8. Detail können wir auf 40 setzen. Und maskieren können wir bei gedrückter Alt-Taste. Maskieren tue ich deshalb, damit hier, da wo das See ist, wo das Wasser ist, wo die Wasserfläche ist, dort entsteht oft Rauschen, wenn wir die Schärfe verstärken. Ja? Und hier in dem Fall wird die Schärfe nicht verstärkt. Das heißt, alles was jetzt schwarz ist, wird nicht nachgeschärft. Alles was weiß ist, wird nachgeschärft. Das heißt, wir haben praktisch nur die Kanten nachgeschärft, da wo es nötig ist. So, Schärfe ist in Ordnung, also das Schiff sieht jetzt richtig geil aus. Man sieht sogar die Leute auf dem Sonnendeck.
Gut, Spaß beiseite. Jetzt möchte ich schauen, was ich hier noch machen kann. Ich gehe jetzt erstmal zu HSL Farbe Schwarz-Weiß. Das bedeutet, dass ich jetzt hier je 8 Regler habe für Farbton, Sättigung und Luminanz. Zuerst Luminanz. Ich gehe jetzt mit Luminanz mit Blau runter und bekomme so einen richtig bedrohlichen Himmel. Speziell hier sieht es stark nach Gewitter aus. Dann werde ich Rot, Orange und Gelb ein bisschen heller machen und so bekomme ich freundlichere Stellen bei den Steinen. Dann gehe ich auf Sättigung. Hier kann ich Aquamarin und Blau verstärken. So bekommen wir schöneren Himmel und schöneres Wasser. Grün ist für Wald zuständig und Orange und Gelb für die Steine. Und so haben wir schon mal fast gewonnen. Jetzt brauchen wir noch ein paar kleine Korrekturen, und zwar selektive Korrekturen. Ich nehme erstmal Verlaufsfilter. Mit dem Verlaufsfilter ziehe ich jetzt einen Verlauf ungefähr so bei gedrückter Shift-Taste, damit Verlauf streng vertikal ist, und setze Belichtung hier ziemlich weit runter. Auf ungefähr 0,5, also alles relativ natürlich, also 0,5 ist schon ganz gut. Dann verstärke ich Kontrast, werde lichter und tiefer verstärken, werde Klarheit verstärken und schaut mal, jetzt haben wir einen richtig bedrohlichen Himmel, es sieht nach Regen aus. Weiter möchte ich jetzt den Wald konfigurieren. Ich sage jetzt einfach mal konfigurieren, weil wir konstruieren jetzt das Bild. Ich nehme Radialfilter. Mit Radialfilter kann ich hier wunderbar erstmal die Bereiche separieren. Wenn ich Maske umkehre, dann arbeite ich zum Beispiel in diesem Bereich. So, dann können wir die Maske auch ein bisschen drehen. Und so bearbeite ich fantastisch den Wald. Belichtung ist ein bisschen zu viel, mache ich ein bisschen runter. So, Tiefen können wir aufhellen. Und so bekommen wir schöne Tannen hier. Dann kann ich die Tönung und Temperatur auch ein bisschen verändern und bekomme so richtig schöne Farbe hier. Wir haben hier noch etwas harte Kante, deshalb weiche Kante wird verstärkt auf ungefähr 90 und das passt so schon ganz gut. Dann werde ich diese Ellipse mit Rechtsklick duplizieren und verschiebe sie nach rechts, damit ich auch die andere Hälfte vom Berg bearbeiten kann. So, schaut mal, das sieht doch wunderbar aus. Hier werde ich natürlich etwas weniger Licht geben, weil sonst wird das überstrahlt. Dann machen wir Folgendes, hier das Gleiche, hier werde ich aber etwas anders die Karten mischen. Also Maske umkehren auf jeden Fall, aber hier möchte ich Folgendes machen. Ich werde jetzt diese Steine nicht unbedingt aufhellen, aber etwas gelblich gestalten. Also die Ellipse ziehe ich jetzt auseinander, sodass sie flacher und länger ist. So. Also Belichtung zurück, aber dafür ein bisschen mehr Gelb durch Farbtemperaturänderung im Plusbereich. So, und jetzt können wir natürlich sagen, okay, also ein bisschen Belichtung schadet nicht, Tiefen aufhellen auch, ein bisschen mehr Klarheit, alles fantastisch. Und jetzt das Gleiche. Also hier erstmal Rechtsklick duplizieren. Dann gehen wir hier runter und ich bearbeite jetzt hier diesen Zwischenbereich. Ja, also hier werde ich tatsächlich jetzt ein bisschen die Steine bearbeiten mit ähnlichen Korrekturen. So, das sieht doch wunderbar aus. Jetzt möchte ich mich um diesen Berg kümmern, was hinten ist. Ja, hier mache ich das Gleiche, duplizieren, verschieben, so, noch ein bisschen auseinanderziehen, noch ein bisschen flacher machen, drehen, so, wunderbar. Jetzt noch mehr Farbtemperaturveränderung. Schaut mal. Ah, das sieht aus wie ein Sonnenstrahl. Weiche Kante noch bisschen mehr Kontrast. Und ah, das ist einfach fantastisch. Auch Sättigung etwas mehr. Und so bekommen wir hier tatsächlich wie so ein Lichtspiel. Als ob die Sonnenstrahlen von oben reinkommen und diesen Berg auslöschen. Ist das nicht romantisch? Also ich finde das absolut geil. Ja? Ja, jetzt klicke ich auf Fertig und so sieht das aus. Vergleichen wir mal die Ansicht. Schaut mal. So, das war vorher. So, das ist das, was ich jetzt daraus gemacht habe. Wer jetzt sagt, dass das besser ist, kriegt mit mir richtig Ärger oder ich gehe zum Doktor und lasse mir die Schräubchen festziehen. So, jetzt gucken wir weiter. Also ich gehe jetzt auf Objektivkorrekturen und mache hier nichts. Nein, ich gehe auf Effekt, Entschuldigung. Ich werde hier jetzt eine leichte Vignettierung einbauen, sodass der Blick des Betrachters direkt in die Mitte des Bildes gelenkt wird.
So, Mittelpunkt werden wir leicht nach rechts verschieben, Rundheit auch ein bisschen ausweiten, weiche Kante auch etwas verstärken und so sieht das schon mal wunderbar aus. Und dann sind wir schon fast fertig, ich gehe jetzt aber noch auf die Teiltonung. Bei gedrückter Alt-Taste werde ich hier die Farbe auswählen, die mir zu diesem Bild passend erscheint, zum Beispiel diese, und werde Sättigung ganz langsam nach rechts bewegen, sodass ich eine leichte gelbliche Tönung im Bild bekomme, also praktisch so einen Farblook. Und so haben wir das Bild jetzt tatsächlich fertig gemacht. Wie lange hat es gedauert? Vielleicht 10 Minuten oder sogar weniger. Und nochmal der letzte Vergleich, vorher und nachher. Und ihr seht, was man alles aus so einem Bild in Lightroom rausholen kann, das ist der blanke Wahnsinn. Fotografiert bitte in RAW, das ist ganz wichtig, weil JPEG, da gibt es diese Möglichkeiten zwar auch, aber die sind ein bisschen eingeschränkt. Und noch ein kleiner Tipp, wer Interesse hat, noch mehr im Lightroom zu lernen, noch mehr zu lernen, wie man aus den Fotos richtig tolle Sachen macht, schaut euch bitte meine DVD an, die habe ich jetzt in diesem Jahr produziert, Lightroom für Fotografen, da gibt es natürlich noch mehr Tipps und Tricks rund um Lightroom. Ich hoffe, mein Workflow hat euch gefallen, oder nicht? Ich denke schon, ja? Also man kann auf diese oder auf andere Art und Weise die Bilder bearbeiten. Es gibt viele Wege, die nach RAW oder zu einem guten Bildergebnis führen und ich habe euch einen Weg in Lightroom gezeigt. Jetzt habe ich für euch zwei ganz tolle Nachrichten. Die erste tolle Nachricht ist, vom 20. bis zum 27. September veranstalte ich Fotoreise nach Montenegro. Das heißt, wir fliegen zusammen nach Montenegro, wohnen zusammen in einem ganz guten Hotel in Bečići, in Budva und werden verschiedene Ausflüge machen. Wir werden die Landschaften fotografieren, wir werden die Städte fotografieren, einfach alles, was wir vor die Linse kriegen, weil Montenegro ist eigentlich ein Geheimtipp. Es gibt nicht sehr viele Touren nach Montenegro und da dachte ich, okay, also ich werde mir Montenegro angucken. Ich habe Montenegro jetzt im August angeschaut, fantastisches Land, ja, mit ganz tollen Landschaften und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt mit mir zusammen verreisen und wir werden zusammen schauen, was wir vor die Linse kriegen und wie wir das am besten hinkriegen. Das ist noch nicht alles, also wir werden natürlich auch ein Bildbearbeitungsworkshop machen, sodass ich euch zeigen kann, wie wir zu besten Ergebnissen kommen. Und die zweite gute Nachricht, zuerst die erste Nachricht zu Ende, ja. Also zu dieser Fotoreise nochmal nach Montenegro. Also Anmeldung ist ab sofort möglich, wir haben schon viele Anmeldungen, ja, die Plätze sind begrenzt, das jetzt wie im Sonnenklar TV, ja. Also das stimmt wirklich, also ich habe schon viele Anmeldungen bekommen, also viele Leute haben schon die Reise gebucht und wenn ihr dabei sein wollt, dann solltet ihr euch natürlich beeilen. Wie gesagt, nochmal 20. bis 27. September, das ist eine Woche und die Buchung geht über die Webseite travelwithpavel.de oder .eu. Also unter dieser Seite findet ihr auch ein Anmeldeformular, wo ihr euch anmelden könnt. So, jetzt die zweite gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht, es gibt eine neue DVD, Kunstwerke aus den Urlaubsfotos 5. Und diese DVD ist ab sofort in unserem Shop vorbestellbar. Die Auslieferung wird wahrscheinlich Anfang Dezember sein. Auf jeden Fall pünktlich zu Weihnachten habt ihr diese DVD. Da geht es um die Fotoreise nach Abu Dhabi und Dubai. Also Kunstwerke aus Urlaubsfotos, das ist eine ziemlich erfolgreiche Serie, also die ist schon bei Amazon ziemlich hoch rangiert und natürlich bei uns im Shop sehr populär und das ist jetzt die Folge 5. Ja, da zeige ich, wie ich in Abu Dhabi und Dubai fotografiere, also viele fotografische Tipps, natürlich auch Bildbearbeitung dazu und ein paar Reisetipps gibt es natürlich auch. Ja, also ich denke, das sind zwei ganz gute Nachrichten für euch. Okay, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Abonniert meinen Channel, wer das noch nicht gemacht hat. Jeden Freitag 14 Uhr poste ich ein neues Video, manchmal sogar öfter, je nachdem, wie ich es schaffe. Ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.